So, die Konkurrenz hat der Engine auf den Markt geworfen. Soll uns jetzt nicht interessieren. Wir entwickeln ein Spiel. Und zwar, wir nennen es... Moment, warte mal. Wir haben ja Themen. Noch nicht so viele, ne? Wir nehmen jetzt mal Agenten. Und dazu... Nein, wir sollen ja die Detektive nehmen. Detektive. Und Agenten. Die Zielgruppe, ich würde sagen, also ich bin immer ein Freund von Erwachsenen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die halt einfach so das meiste Geld für sowas haben, ne? Jump'n'Run, Untergenre, Arcade. Das können wir ja, ne? Das müsste ja eigentlich ganz gut werden. Dann nehmen wir unsere Jumpy Zero Engine. Und der Name des Spiels. Und der Name des Spiels ist, Flipping Agent. Ich weiß nicht, ob das so geschrieben wird. Für mich wird es jetzt so geschrieben. Ich entwickle dieses Spiel. So. Wir nehmen das. Jetzt gucken wir mal. DevKits. Hier könnten wir jetzt noch was anderes uns holen. Wie zum Beispiel den Katari. Würde uns 27.500 kosten, das Ganze. Ich mach's jetzt einfach. Nimm den mit. Und programmiere mit dafür. Das Spiel kostet uns schon 93.500. Ist mir aber egal. Was sagt unser Schutz? Ja, der muss dafür nachher halten. Ich würde sagen, Jump'n'Run, wir machen das mal in die Mitte. So in etwa die Atmosphäre, das kann so bleiben. Beginnerfreundlich bin ich auch voll dafür und den hier, den würde ich auch, ich würde sagen, das ist so für beide, ne? Ja, ein bisschen einsteigerfreundlicher ist es schon, würde ich sagen. So. Das hat ja nicht so gut geklappt bei dem anderen Spiel. Wir lassen das mal einfach auf ausgeglichen, gucken, was bei daraus wird. Und dann können sie ja immer noch kritisieren, das passt bei euch, das passt bei euch nicht. Ich hau nochmal ein Deutschsprachpaket raus. Und dann sind wir auch fast arm. Aber was soll's, ne? Ich meine, für den Fortschritt machen wir das Ganze hier. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Gut, wenn ich hier ein bisschen vorspule, ist mir, glaube ich, denke ich, keiner böse. Wir können das natürlich auch einfach so laufen lassen. Und ich kann so wenig nebenbei machen. Hier Lizenzen. Das sind halt Namen, ne? Hier... Atava 3, Flight Club, Mama Italia, On the Highway. Wenn wir jetzt gucken hier, The Walkover Part 2, wenn ich so mein Spiel nennen würde, dann würde ich da deutlich mehr verkaufen. So, was macht er jetzt schon wieder? Er streckt sich einfach mal. Warum auch nicht? Mach ganz entspannt. Das geht hier nur um unsere Zukunft. Freak hat's eingesehen, ne? Der ackert wie ein Blöder. Muss er ja, ist seine Firma. Der nimmt auch übrigens... Oh, hier, das wäre auch interessant. Der nimmt auch übrigens kein Geld, ne? Hier, 0 Dollar. Der nimmt 4.000. Okay, wir machen ein bisschen schneller. Damit wir das nächste Spiel auf den Markt bringen. Wie habe ich es jetzt genannt? Flipping Agent, ne? Ich bin gespannt. Es landet auf jeden Fall... Mit Jump'n'Run und Detektive in den Trends. Das ist sehr gut für die Bewertung. Oh, verdammt, wir könnten jetzt die Engine erweitern. Nein, alles halb so wild. Ich bin schon am Überlegen, ob wir noch schon einen dritten einstellen, aber das ist, denke ich, noch zu knapp beim Geld, oder? Auf jeden Fall haben wir schon 6 Bucks drin. Das könnte nicht ganz so gut werden, sage ich mal. Aber hey. Wir haben 1981, wir haben erst ein Jahr rum. Und da sind noch lange keine Profis. Hat sich denn der Wert hier verändert? Ganz langsam, glaube ich, ne? Später kann ich euch ja mal zeigen, gibt es dann hier auch noch die Trainingsräume und da geht das dann alles ein bisschen schneller. Wir können ja mal gucken, was denn so auf dem Markt ist an Personal, ne? Hier seht ihr schon, der hat ein paar Wünsche, ne? Der hätte ganz gerne so ein bisschen Büroqualität. Können wir mal gucken, was der kann. Der kann eigentlich nur Musik und Sound. Ist für uns jetzt auch unrelevant. Was kann denn der Eckhart? Der kann auch nicht so wirklich viel. Ne? Der macht auch mehr so Musik und Sound. Da nehmen die beide sich nicht viel. Büroarbeit. Ja, Grafik. Gut. Momentan, die Jungs sind nicht ganz so geil. Muss man ja mal... Einfach, das muss man auch mal anerkennen, ne? Oh, jetzt gibt es schon 2 neue Forschungen. Ich glaube, das ist random, wann die auf den Markt kommen. Also die Reihenfolge ist immer gleich, aber die können mal früher und mal später kommen, glaube ich. Pusnikodia. Wer kennt's nicht? Das gute alte Pusnikodia. Ich könnte jetzt auch sagen, komm, damit wir die Zeit irgendwie überbrücken. Und da seht ihr das. Red Idol. Red Idol Studios hat unsere Lizenz. Ja, nee, unsere Engine lizenziert. Die benutzen die jetzt für ihr Spiel.
Jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Wochen warten, bis das Spiel dann draußen ist und verkauft wurde. Und wir werden dann mit den, was wir da hatten, 16% oder was, am Gewinn beteiligt. Da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist, weil das ist eine ordentliche Geldspritze dann. Jetzt kommt hier eine Forschung nach der anderen. Unser Spiel ist fertig, natürlich will ich es veröffentlichen. Wir haben diesmal ein Jump'n'Run-Spiel, brauchen wir einen neuen Publisher. Und wir sehen, Sierra Games ist inzwischen auf Denkspiele übergegangen. Also die machen nicht unbedingt alles. Jump'n'Run hat natürlich auch wieder keiner. Okay, dann müssen wir natürlich auf unser Untergenre gehen, auf das Arcade-Game. Und da gehen wir jetzt einfach hier zum bestbezahlten Kremlins. Ist mir egal. Wir haben es jetzt auch diesmal für zwei Plattformen. Die Bewertung, die wird jetzt... Er wird schon zu langsam. Er schafft wieder die 80 nicht, oder? Nein. Zum Hit reicht es leider nicht. Alles super. Aber uns fehlt aber wieder was. Aber gar kein Problem, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Ihr müsst nämlich erstmal, genau, den Patch raushauen. Für 10.000 diesmal. Ja, wird nicht einfacher. Dann machen wir mal so auf die zweite Stufe. Das ist immer eine ganz angenehme Sache. Wie gesagt, im Moment am Anfang ist das Spiel noch wirklich locker flockig. Später dann haben wir hier alles voll an Büro, müssen mehrere koordinieren, zusammenarbeiten lassen. Dein Publisher hat eine Marketingkampagne gestartet. Es ist aber gut, wenn man in Woche 2 schon fast aus dem Miesen raus ist, weil dann gibt es Geld und dann können wir hier weiterarbeiten, ne? Hier die Marketingkampagne, die schlägt ein. 67.000 jetzt schon plus. Wir müssen mal gucken. Meine Spiele. Umsatz. Sneaky Bar. Ja, natürlich steigert man sich, ne? Wir gucken, was Flipping Agent jetzt schafft. Unser drittes Spiel. Ich möchte natürlich ganz gerne das Update dazu raushauen. Weil dann würde es halt besser gekauft. Wie gesagt, Konsolenforschung können wir uns leider noch nicht erlauben. Der kleine Freak hat sich gedacht, komm, ich habe eine Garage, ich mache jetzt Spiele. Also moderner gehen die Computer auch leider nicht. Ne? Das sind schon die Besten vom Besten hier. Der hat mal richtig Geld in die Hand genommen. Und ich glaube, wir haben jetzt schon mehr als das andere Spiel, oder? Spätestens jetzt. Und jetzt seht ihr, jetzt muss der Patch kommen. Wir sind eingebrochen hier von den Verkaufszahlen her. Mach keine Pause, wir müssen arbeiten. Hennek, Henneke. Es ist fertig. So, jetzt nicht zu schnell die Zeit verstreichen lassen mit rumsitzen. Leute, ihr müsst zwei Sachen direkt erforschen. Schnell mal Scrolling, das habt ihr ruckzuck fertig. Ich kenne euch doch. So, guckt mal, was dieses Update gebracht hat. Da ging das nochmal richtig in die Höhe und das ist wirklich Geld, das brauchen wir. Aber jetzt mittlerweile kann man schon von Gewinn sprechen, denke ich mal. Wir haben 485.000. Eine halbe Million haben wir jetzt schon. Es läuft bei den Jungs von Los Freakas. Los Freakas, ah. Immer wieder Sön. Ich freue mich drauf, wenn die ersten Einnahmen dann von unserer Engine kommen. Vorher aber ballern wir hier gleich die nächste Engine raus, beziehungsweise upgraden die alte. Wenn ihr das hier hört, dann habe ich meine Stuhllehnen verstellt. Ja, und sonst? Warum geht er zu diesem Mülleimer, wenn er direkt ein Leben sich hat? Sind wir dabei? Komm schon. Nicht das Schlechteste. Huh. Später werden wir da noch reinkommen. Das Spiel nimmt gut Geld ein, würde ich sagen. Mal zum Vergleich. Ne, es macht doppelt so viel wie die beiden zusammen. Ne? Also alles wunderbar. Ihr seht, das ist alles sehr komplex hier. Wir gehen nach und nach auf die Sachen ein, wobei ich nicht alles machen werde. Und hier kommt es. Das folgende Spiel basiert auf deiner Engine. Der Entwickler hat dir einen Abrechnungsblick für die Gewinnbeteiligung zugeschickt. Jetzt sehen wir, er hat 55.000 Einheiten verkauft, hat einen Gewinn von 221 gemacht. Wir kriegen 17% plus den Engine-Kaufpreis sind wir bei $42.000. Ich habe doch gesagt, das lohnt sich. Und wir sind fast Millionäre. Nach dem dritten Spiel wohl bemerkt. Jetzt machen wir gleich die Engines. Dann gucken wir, was... Oh, er macht nochmal eine Marketingkampagne. Er merkt, das Spiel geht. Und knallt das Ding jetzt nochmal durch die Decke. Das könnte die erste Million einnehmen, eventuell. Oh, jetzt haben wir die Speicherfunktion auch noch. Also die nächsten Engines werden großartig. Ihr seht, es ist langsam Zeit für den dritten Mann, glaube ich, ne?
Du hast das dritte Jahr erreicht. Um deine Spiele bekannter zu machen, solltest du eine Marketing-Abteilung bauen. Marketing ist nun freigeschaltet. Das werden wir hier wahrscheinlich jetzt noch nicht machen. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass wir uns einen dritten Mann organisieren. Das machen wir dann wahrscheinlich im nächsten Büro. Der passt hier auch noch rein, wunderbar. Hier ja sowieso. Das wird hier klein und mucklig. Ich hoffe jetzt, wir kriegen noch einen dritten, der auch was kann, ne? Waltraud. Waltraud ist die Beste, muss man sagen. Aber auch mehr so in Musik und Sound. Günther Rudolf, der kann so ein bisschen was mit dem Game Design anfangen. Aber andererseits, wenn wir die Waltraud nehmen, die ist gar nicht die Beste im Sound. Er ist der Beste im Sound, er hat immerhin 30. Und in der Grafik ist Waltraud die Beste. Wir nehmen die Waltraud mit rein ins Team, komm. Wir stellen die Frau ein. Wir stellen diese Frau jetzt mit ein. Noch einen vierten Nerv. Du hast nun mehrere Mitarbeiter eingestellt. Einen Aufenthaltsraum, ja, den sollt ihr auch alle irgendwann kriegen. Aber Leute, ich bin auch nur ein Mensch. Ich muss erstmal mit dem Geld umkommen, mit der Macht umkommen. Die Leute, ich habe Fans. Ich habe 391 Fans. Das muss jetzt hier alles, ne, ganz locker flockig von der Bühne gehen. Ja, gut. Jetzt sind wir schon zu dritt. Es geht alles ein bisschen schneller. Problem ist, hier hätte man gerne noch einen Schreibtisch reinbekommen. Ich weiß nicht, ob, wenn wir den drehen, ob wir da dann vier hintereinander bekommen. Das könnte eventuell klappen. Ist sie auch nicht so arbeitswillig? 18. Er wird immer arbeitswilliger, ne? Er ist ein bisschen geldgeil. Ist ja nichts verkehrt, das ist ja seine Firma, ne? Gut, wir schaffen die Millionen leider nicht mit diesem Spiel. Aber wir waren schon ganz gut dabei, würde ich sagen. Also, das hat uns schon ein bisschen jetzt Backup gegeben, ne? Wir können unsere Engines aufmotzen. Das machen die Jungs hier gleich und Mädels. Eine alte Engine updaten. Ich würde sagen, erstmal die nur 5 hat. Da hauen wir alles rein für 71.000. Eieiei. Das ist jetzt mittlerweile aber schon die Arcade 2. Ne? 2. 17% war okay. Leute, haut in die Tasten. Es geht hier schließlich um Kohle. Gut, ich hätte jetzt vielleicht, naja, ich weiß nicht, ob ich das Update noch hinbekommen hätte für das Spiel. Wie gesagt, mit der Marketingkampagne kann man das Ganze auch noch ein bisschen hypen. Wir werden sehen. Erstmal müssen wir die nächste Engine rausballern. Und hier, da wurde die Jumpy wurde jetzt lizenziert. Von 4D Realms. Da werden wir dann halt auch irgendwann schön kaufbelegt kommen. Ich kann euch echt nur den Tipp geben, geht am Anfang mit auf die Engines. So, jetzt hat unser Flipping Agent hat immerhin 800 und gemacht. Aber das Beste kommt ja noch. Weil wir können ja mittlerweile auch Nachfolger von irgendwelchen Spielen machen. Und wenn wir dann so ein schönes Spiel haben wie Flipping Agent, was so schon relativ erfolgreich war, kann ich euch nur sagen, das wird später durch die Decke gehen. Die Nachfolger kommen echt gut an teilweise. Zumindest hatte ich jetzt in meinem anderen Spiel schon Glück. Ja, dieses Spiel fand ich einfach so genial gemacht. Es wirkt super einfach. Oh, 4D Realms hat gerade ein Spiel veröffentlicht auf unserer Engine. Es wirkt so einfach. Aber es ist so genial. Hier, Glasses hat auch nochmal die Arcade 1. Hättest du mal noch eine Woche gewartet, dann hättest du die Arcade 2 bekommen. Aber okay. Diese hier, die kriegt auch nochmal 3 neue Feature. Ist ein bisschen günstiger. Ja, die können wir noch plus nennen. Die haben wir jetzt zum ersten Mal erst geupdatet. So, ich mache mir mal hier... Ah, oh, schön. Werden wir was trinken? Ich glaube, mein Mikrofon... ist sehr hellhörig, ne? Gerade was so diese Mundgeräusche angeht, ne? Dieses, wenn man so spricht. Aber das ist, ja, das ist immer mehr Realness, ne? Ich bin einfach ein Mann aus dem Volk. Oh, ich muss mal was trinken. So, dann geht das auch schon wieder viel besser mit dem Sprechen, ne? For Deriums haut jetzt aber raus. Ich hoffe... mit unserer Engine, ne? Aber ich glaube, der lizenziert die nur einmal, kann so viele Spiele damit machen, wie er will. Wir haben jetzt die Jumpy nochmal aktualisiert. Wäre jetzt echt die Frage, ob wir wirklich nochmal ein Spiel raushauen. Hier, Fuffy Manager. Ne, EA hat den Fuffy Manager rausgebracht. und wir kriegen 13.000 immerhin dafür. Hat sich jetzt nicht so geil verkauft, sein Spiel. Die Frage ist halt, was machen wir jetzt? Wollen wir mal ein bisschen Auftragsarbeit machen? Tigerhead hat auch noch die alte Jumpy Zero genommen. Die Aki-Engine kam jetzt raus. Was kann denn die Aki-Engine? Die Aki-Engine ist für Adventure. Das ist natürlich mit neuen Features. Das ist natürlich jetzt hier clever gemacht von dir, ne?
Ich kann das Genre noch gar nicht. Ich gucke mal an. Ihr seid echt schlau. Dann würde ich sagen, wir investieren einfach unser Geld in ein neues Genre. Und wir nehmen auch das Adventure. Oder ne, ach, komm, wir nehmen erstmal das Rollenspiel. Wir wollten mal jetzt als nächstes ein schönes Rollenspiel rausbringen. Das muss einfach sein. Für die Leute da draußen, einfach die auch mal ein bisschen RPG zocken wollen, ne? Ein bisschen vorm Rechner sitzen wollen. Da geht das jetzt hin.